Herzlich willkommen zum neuen Young Living Spirit. Heute geht es um die emotionale und spirituelle Heilung mit dem Öl Sara. Sara, ein ganz spezielles Öl. Es ist ein Öl, was neben Trauma Life für Verletzungen, für emotionale Verletzungen da ist. Und wenn ich sage, dass wir in die Heilung gehen wollen, meine ich nicht in dem Sinne eine Heilaussage, sondern es geht darum, in die Vollkommenheit und in die Ganzheit wiederzukommen. Das heißt, dass Erinnerungen, die in unserem Zellsystem sind, aber auch die in unserem Gedächtnis gespeichert sind, gehen dürfen und erfüllt werden mit Licht, mit Wärme, mit Liebe, dass wir das Gefühl haben, vollkommen zu sein. Dass diese Verletzungen oder Traumata, die wir erfahren haben, uns nicht länger blockieren oder Energie wegfließen lassen, beziehungsweise bestimmte Sachen verhindern, die wir aber als vollkommen lichtvolles Wesen sein dürfen. Wir wenden dazu Sara nicht einzeln an, sondern in der Kombination, wie du sie hier siehst. Erst Vador, dann Sara und zuletzt White Angelica. Das kommt von dem erweiterten Protokoll von Gary Young zur Feelings-Anwendung. Es gibt ja eine Basis-Feelings-Anwendung, zu der du auch die geführten Anwendungen und auch ein Webinar mit den Erklärungen von mir auf YouTube findest, auch als Anmerkung unter diesem Video. Hier geht es aber ganz konkret um das Thema Missbrauch, Grenzüberschreitung. Sara als Ölmischung ist dafür da, in diesem Bereich zu heilen. Und das ist egal, ob es ein körperlicher Missbrauch ist, also wirklich in dem Sinne, wie wir das kennen. Das kann aber auch einfach sein, dass eine Person zu nahe gekommen ist. Oder dass uns jemand im kreativen Bereich, also im Kehlzentrum, mit der Stimme, mit dem ich darf reden, immer wieder über die Stimme gefahren ist. Und wir das Gefühl haben, wir sind total zugeschnürt im Halsbereich und es kommt nichts raus oder nicht das, was eigentlich da wäre. Das ist auch ein Beispiel. Dann tragen wir das Öl da auf. Bei körperlich-sexuellem Missbrauch tragen wir das Öl auf den Unterleib auf. Man kann es tatsächlich auch auf den delikaten Bereichen, also auch auf Schleimhäuten auftragen, auch auf dem unteren Rücken. Wenn es um spirituellen oder rituellen Missbrauch geht oder religiösen Missbrauch, manche haben ja auch da in Gruppierungen unangenehme Erfahrungen gemacht, Grenzüberschreitungen, gemerkt, dass sie in eine Richtung gepusht wurden, was eigentlich aus einem rausgeht, was durch die Beeinflussung anderer kommt. Dafür trägst du dir das Öl auf den Scheitel, auf die Krone auf. Und alles Weitere, wo du das Gefühl hast, da ist ein energetisches Loch, vielleicht auch ohne, dass du den Grund kennst, da trägst du direkt das Öl Sara auf. In dem konkreten Anwendungsprotokoll verwenden wir erst Valor, wie du es auch von der Feelings-Anwendung kennst. Du trägst Valor unter die Füße auf den Scheitel und aufs Herzzentrum, wenn du magst, auch in den Nacken. Und mit dem Valoröl spüren wir hinein in den geschützten Raum, so wie damals bei den ägyptischen Pyramiden, wie so ein ganz energetisch abgeschirmter Schutzraum. Wir nehmen die Erdung wahr und dass in diesem Raum alles geschützt stattfinden kann, dass möglicherweise Themen gelöst werden können, aber dass wir behütet sind, dass das alles im geschützten Rahmen stattfindet. Wenn du weißt, dass das Thema Missbrauch bei dir wirklich tief sitzt und ganz, ganz viel sich lösen könnte, nimm dir möglicherweise eine Person dazu, die dich begleitet und verwende zusätzlich nach Valor Grounding. Das habe ich hier jetzt nicht mit reingenommen, aber ich möchte es erwähnen, das hat Gary auch gesagt, dass wir mit Grounding uns erden, damit wir nicht abdriften, damit wir nicht in dem Schmerz, in der Erinnerung verloren gehen und da nicht wieder rauskommen. Da ist Grounding nochmal diese Erdung und diese Stärke und Kräftigung, dass wir das quasi aus dem Hier und Jetzt tragen und halten können und nicht in der Vergangenheit und Erinnerung verloren gehen.
Grounding kannst du dann auch unter die Füße auftragen, auf die Fußgelenke und Handgelenke und inhalieren. Sarah, das Schlüsselöl, um das es geht. Sarah trägst du, wie ich gerade gesagt habe, auf die Bereiche auf, die für dich gerade resonieren. Das kann auch möglicherweise jeden Tag anders sein, dass du sagst, heute kümmere ich mich um meinen Unterbauch und spüre da rein und an einem anderen Tag merkst du aber, jetzt ist der Scheitel dran oder du nimmst beides gleichzeitig, spüre da rein, was dran ist. Und wir inhalieren dann das Öl und spüren überhaupt diese Wärme und die Liebe, die sich mit dem Öl in unserem ganzen Körper, aber auch in dem Bereich ausbreitet. Du kannst die Hände auf den Bereich mit auflegen und spüren, dass deine eigenen Hände wie heilende Hände das Thema heilen dürfen. Mit dem Inhalieren wird sowohl das Zellgedächtnis gelöst, neu programmiert, als auch unser Erinnerungsgedächtnis. Deshalb ist das Inhalieren aus den Handflächen so wichtig, dass diese Erinnerung an die Erfahrung im Gehirn befreit, gelöst und umgewandelt werden kann. Da kannst du den Atem mit dazu nehmen, dass du beim Einatmen diese Wärme und das Licht einatmest in den Bereich und beim Ausatmen die Verletzungen und möglicherweise Erinnerungen, die kommen, über den Scheitel in die Unendlichkeit atmest, spürst, wie dort die Energie umgewandelt wird, also die Erinnerung wird aufgelöst und die reine, lichtvolle Energie erfüllt dich wieder und füllt jede Zelle, jede DNS und auch den Zellzwischenraum, wovon wir ja so viel haben, mit reinem Licht auf und alles darf befreit werden. Und mit dem regelmäßigen Anwenden wirst du merken, wie möglicherweise verschiedene Erfahrungen und Erinnerungen nochmal hochploppen, gleichzeitig aber auch, wie deine Bereiche, dein Körper, dein ganzes Feld immer mehr mit dieser sanften, behüteten Wärme erfüllt wird und alles reine, lichtvolle Schwingung ist und dass du in dein ganz vollkommenes Ganzsein kommst, in die Heilung in dem energetischen Sinne. Schließlich verwendest du White Angelica, um dich zu schützen für den Tag, für alles, was danach kommt, um dich fein und rund nochmal behütet so weiter zu begleiten. White Angelica trägst du nach dem Protokoll von Gary auf die Schultern auf, aufs Brustbein und auf den Nacken. Nimm ruhig die gesamte Halswirbelsäule bis ins Foramen Magnum, also bis in die Mulde. Und dann streich das ruhig um deinen ganzen Körper, dass du spürst, wie du wie von einer liebevollen Wolke umhüllt bist mit White Angelica. Diese Anwendung werden wir die nächsten 2 Wochen machen. Kannst du natürlich machen, wann immer du merkst, da darf noch mal etwas gelöst werden. Ich habe eine Meditation zu der Anwendung mit Valor, Sarah und White Angelica aufgenommen. Die kannst du dir gleich hier im Anschluss anhören. Das ist eine Audioaufnahme, dass du dich hinsetzen kannst oder sogar hinlegen kannst, das Öl auftragen kannst und mit der geführten Meditation in die Heilung gehen kannst, hineinspüren kannst, das Öl wirken lassen kannst. Wenn du mehr Informationen zu dem Öl Sarah an sich haben möchtest, ich werde in dem Monatsvideo diesen Monat, also im September 2023, im Monatsvideo über die Hintergrundinformationen von Sarah sprechen, über den weißen Lotus, Rose, Ilang Ilang, wie dieses Öl zustande kommt und wie es wirkt. Ich wünsche dir ein wunderbares energetisches Heilsein, ganz viel Liebe, Wärme und Licht, dass dir die Anwendung wirklich gut tut und du schaust, in welchem Tempo du hineingehen möchtest. Danke dir, dass du dabei bist. Mathilde Helm.